starte mal den Lachs. Ah, wir hätten ja eigentlich auch einen Kaffee reintun können, ne? Wollen wir das vorher noch machen? Nee, wir müssen ja noch Produktfotos machen, wenn dann der Kaffee drin ist. Hallo erstmal. Es ist gut so, wenn ich so sitze. Du kannst ein Stückchen weiter vorne noch. Du siehst aus wie die Strick-Omi, die so ihren Häkelschal da macht. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, zu einem neuen Video von Plankton Plus Aquaristik. Jahresabschluss mit Michael. 2022. Ja, wir haben hier nämlich Handtücher. Die müssen wir aber erst noch, wie hat man da gesagt, wie sagt man beim Plot, entgittern? Entgittern, ja. Entgittern, ja. Wir tun das entfolieren, entschutzfolieren. Naja, wir haben jetzt richtig geile Handtücher nämlich gemacht. Weil wir uns gedacht haben, also die Frage war ja immer, oder die Bitte war ja auch immer von euch, ein bisschen in die Merch-Richtung auch zu gehen und da ein bisschen was zu machen. Neben den T-Shirts jetzt zum Beispiel, da haben wir jetzt Handtücher gemacht, richtig coole Teile, gestickt, qualitativ richtig top. Weil ich mir gedacht habe, naja, ein Handtuch ist auf jeden Fall mal was, was ein Aquarianer zu Hause brauchen kann. Ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie, liegt nahe, dass man was macht, sondern auch ein bisschen mit Sinn und Verstand. Und weil wir natürlich ja die Kaffeemäuse sind, habe ich mir gedacht, machen wir natürlich die obligatorische Merch-Tasse, aber natürlich nicht irgendwie, sondern geil. Also keine China Jingping Cheng Peng Tasse, sondern richtig Porzellan, Deutschland, geil. Spülmaschinenfest, alles richtig hochwertig, richtig geil gemacht. Wer da Bock hat, vorbeikommen. Oder im Onlineshop haben wir bestimmt auch irgendwann drin. Jahresabschluss 2022. Ja, das Jahr hat sehr viel Höhen und Tiefen gehabt. Dieses Jahr war wild. Naja, Tiefen kann ich nicht sagen. Das ist, naja, Umzug war schon Stress. Das war Stress, ja. Koordinationstechnisch war das schon... Ja, naja, der Umzug war schon heftig. Ne? Also wir können es ja einmal ein bisschen chronologisch durchgehen. Wir hangeln uns einmal anhand den Videos ein bisschen durch, würde ich sagen. Ne? Weil das ist auch das, was ihr verfolgt und was ihr auch seht. Das erste Video im Jahr 2022 war das Anemonen-Aquarium. Mal. Das ist schon wieder ein Jahr her. Verrückt. Das war ja damals das 900er, gell? Mhm. Das DD900. Ja, da wird es wieder was geben. Da wird es was geben. Habe ich in einem Video mit dem Tobi, mit dem Aquaowner, schon fast mich verplappert. Ja, also da wird es was geben. Wir haben ja auf der EFS-Messe dieses schöne Bootaquarium gezeigt. Das bekommen wir auch, das Bootaquarium. Wir kriegen das nochmal ein bisschen vom Aquarienbauer anders aufgebaut, Technikbett ein bisschen anders. Und da würde ich gerne sowas wieder machen, wenn ich mit dem Michel verhandelt habe, wo wir noch Platz finden, um das aufzustellen. Aber da finden wir was. Also da wird es im Büro. Im Büro, naja. Nee. Das ist ja ein schönes Teil, das war was anderes. Ja. Das ist eine gute Geschichte. Wir haben ziemlich genau vor einem Jahr das 1200er Becken aufgebaut bei einem Kunden und haben das erstmalig in diesem Rahmen gefilmt. Wir sind heute mal beim Kunden unterwegs und zwar haben wir hier unser schönes 1200er DD. Das Video hat mittlerweile 35.000 Aufrufe und das 1200er Becken hat sich doch zum Verkaufsschlager, ja, kann man sagen, gemacht. Wie viele Becken sind so rausgegangen, was schätzt du? 30, 35 Stück jetzt in dem Jahr vielleicht, 35 Stück. Nur vom 1200er. Die anderen kommen dann noch dazu. Ich meine, seit der Interzoo, seit Mai, ist natürlich das 1800er auch gut gefragt, das wir da als Messebecken vorgestellt hatten. Das 1200er, das ist wirklich, ich meine, du wirst was zeigen bestimmt jetzt von dem Becken. Ein sehr, sehr ideales Maß für Einsteiger sowohl als auch für wirklich Leute, die sich einfach in ihr Wohnzimmer, in ihre Küche, in ihr wo auch immer, einfach ein schönes, gesundes Maß Aquarium aufstellen möchten, wo du wirklich auch einen guten Schnitt fährst zwischen Aufwand, Preis, Platz und so weiter. Also es ist wirklich ein, und man kann auch Fische reinsetzen. Super cooles Teil, genau. Und man kann so mit diesen 300 Liter, die wir hier haben, auch wirklich schon arbeiten. Was gibt's noch, Leute? So, dann geht's weiter. Q&A machen wir viel, das schiebt man ja immer wieder so ein. Wir haben Max Becken filmt, das 1000 Liter Raumteilerbecken, wo wir auch jetzt eine Neuplanung machen. Mhm. Also ich habe das Video schon kam, kommt vielleicht noch. Da haben wir ja schon angefangen. Der liebe Max zieht nämlich um und vergrößert sich nochmal deutlich, was ich begrüße. Weil das ist immer eine schöne Sache, wenn man so ein schönes, großes Teil macht.
Also da wird was kommen, wobei wir auch sagen müssen, in dem 1000 Liter Becken, das sind ja immer mal wieder jetzt so leichte Umbauten gemacht worden und das hat sich auch wirklich gut entwickelt. Also das ist schon wirklich schön. Das ist ja schon ein Becken, was ein bisschen länger stand und das hat sich wirklich jetzt so durch den frischen Wind, den wir da ein bisschen reingebracht haben, gut entwickelt. Ne? Hat sich wirklich gut getan. Nano-Becken kam auch vor ungefähr einem Jahr, das müsste dann, ja, vor 8 Monaten, das war dann so im Februar oder März waren wir da, haben wir das erste Nano-Becken-Video gemacht, was, meine ich, auch eines der erfolgreichsten Videos auf dem Kanal ist, mit knapp 43.000 Aufrufen. Und was vor allem mit Abstand die meisten Daumen hoch hat, nämlich knapp 1.200. Mhm. Also im Schnitt, wenn du das siehst, das ist wirklich was, was die Leute begeistert. Und ich denke auch, dass wir da in Zukunft noch ein bisschen was bringen werden und vielleicht auch was Eigenes. Vielleicht. UV-Kletter-Video kam im April. Das ist ja ein Thema, was bis heute polarisiert und wahrscheinlich auch immer polarisieren wird. Stand heute UV-15 ausverkauft. Ja, das ist ein gutes Thema. Leider. Wir haben das Lager leer geräumt. Wir haben, also ihr habt vor allem auch so fleißig das oder so gut das angenommen, dass die 15 Watt UV-Geräte von FIAP mindestens bis Ende März ausverkauft sind. Also da muss ich euch leider sagen, sorry. Aber da habe ich eine ganz einfache Lösung, einfach ein größeres Becken aufbauen. Da können wir nämlich einen 35 Watt Kletter verbauen und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Also da gibt es wohl genug. Dann hatten wir hier mit dem Aqua-Owner knifflige Kundenfragen, weil wir den erst da hatten. Da haben wir ihn ja, das war ja das Video, wo wir ihn so als Mitarbeiter mit aufgenommen haben und geprüft haben, wie so sein Wissensstand ist in der Meerwasser-Aquaristik. Und das hat er gut gemacht damals. Ne? Da war ich im Urlaub. War eine schöne Sache. Da war Michael nicht da. Da warst du nicht da? Da war ich, glaube ich, Skifahren. Ja, dann war das 8 Monate. Das war dann so Ende März. So Wir hatten im April dann auch die Rettungsaktion von dem 1200 Liter Becken. Da haben wir zwei Teile daraus gemacht, was auch mit eins der am besten geklickten Videos ist seitdem. Das ist offensichtlich auch ein Thema, was man aber auch über das ganze Jahr hinweg sagen muss. Ne? Diese Beckenaufbau, Umbau, Renovierungsvideos sind eigentlich schon die am meisten konsumiert werden, zumindest was die Klickzahlen jetzt angeht. Ah, sollen wir den reinlassen? Hallo. Komm, wir lassen den Dönermann kurz rein. Dönermann? Der Lieferservice. Ja. So, dann im Mai waren wir bei dem 10.000 Liter Becken. Warst du da schon mal dabei? Nein. Gar noch nicht. Es wird mir seit Jahren versprochen, ich darf da mit. Dann müssen wir das einmal in den zweiten Teil. Ich hab so oft gesagt, ich darf mit. Ich darf dann mit. Müssen wir mal einen zweiten Teil machen. Aber das können wir auf jeden Fall machen, weil ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 7 Monate her. Da hat sich auch schon wieder einiges getan. Also da kann man schon wieder. Ja, dann müssen wir aber mit Michael dahin. Ja, auf jeden Fall. Da müssen wir dich mal mitnehmen. Dann haben wir Spaß. Ja. Ja, also das war ein schönes Teil, ist auch immer wieder beeindruckend. Also ich kenne das Becken ja jetzt wirklich schon seit Jahren und fahre das seit Jahren hin. Und das ist wirklich jedes Mal aufs Neue, denkst du dir, geisteskrank. Also das ist ja verrückt. Ja, und dann das nächste Video war das Schockvideo. Das Schockvideo. Das Schluss aus Ende vorbei, wir ziehen nur um. Wir hören nicht auf, sondern wir ziehen nur um. Das haben uns einige Leute ein bisschen übel genommen. Das haben wir ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit dem Titel. Besser gesagt, das ist auf meinen Mist gewachsen. Ja gut, ich war natürlich auch erfreut, das endlich auch mal dann öffentlich zu machen, weil das war ja schon lang vorher, ne? Und dann mit der Suche nach den neuen Gegebenheiten und dann war es halt endlich so weit, dass man auch mal ein bisschen was zeigen konnte. Das ist jetzt 6 Monate her, ne? Wir sind jetzt hier seit Juli. Seit Juli. Also im Juli haben wir eröffnet. Und seit Ende Mai bin ich hier drüben gewesen und habe umgebaut. Genau. Also angefangen aufzubauen und knapp 4-5 Wochen. Da, genau. Ja. Ja, Ende Mai. Also im Juli ging es dann los, ja. Und das war ja wirklich jetzt ein Sommer, wo wir jetzt in den Sommer langsam reinkommen. Ja, war schon knackig, ne? Also bei uns hier zumindest hat man schon wochenlang 35, ja, teilweise 40 Grad. Richtig schön. Und noch mit Messe davor, gell? Ja, davor Messe. War die Messe, die habe ich jetzt komplett unterschlagen, wobei die Messe-Videos kamen etwas später. Aber da war nicht Messe, die war Mitte Juni, wo wir ja am Überlegen waren, die ausfallen zu lassen, obwohl ja schon alles gestanden und geplant ist. Die Messe war die im Juni. Wegen eben dem Umzug, weil es wirklich so spitz auf Knopf ausgegangen ist. Aber ja, da hast du ganz schön geschwitzt, Michael. Dank ein paar fleißiger Helfer, die da noch mit angepackt haben,
mit der Herrin an weiterzumachen und vorwärts zu kommen, haben wir das dann eigentlich ganz gut gerockt. Ja, das war auch ziemlich zeitgleich. Also das Video, also quasi, dass wir jetzt umziehen oder dass das jetzt losgeht, das kam. Und gleich das nächste und übernächste Video waren die Messevideos. Also genau. Das war sehr, sehr eng getaktet zeitlich. Ne? Ja, Messevideos war auch cool eigentlich. Das war ja so die Vorstellung, die Weltpremiere von dem 1800er DD Aquarium. Das hatten wir. Dann war natürlich auf der Interzoo selber, war natürlich bei uns die Hölle los. Das war auch cool. Also ich glaube, wir hatten den kleinsten Stand auf der Messe mit dem größten Becken auf der Interzoo und es war eigentlich immer was los. Es waren alle bei uns. Es war eigentlich ganz praktisch, weil wir mussten nicht durch die Gegend laufen und uns da irgendwie... Wenn du mal weggegangen bist vom Stand und bist du durchkommen, hast du immer hingefunden. Ja, immer da, wo die Leute waren, da waren wir. Ja, das war schön. Also das war auch ja für uns die erste Interzoo. Weil wir hatten ja jetzt Corona-bedingt die letzten... Gut, ist eh nur alle zwei Jahre, aber auf jeden Fall vor zwei Jahren war sie nicht. Die zwei Jahre davor, weiß jetzt auch gar nicht, was da war oder irgendwann. Oder war die mal verschoben nochmal oder irgendwie? Irgendwas war. Hatte auf jeden Fall nie geklappt und wir waren ja immer dann in Sindelfingen auf der Fisch und Reptil. Die gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Die ist jetzt eigentlich in Ulm oder auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie jetzt da der Stand ist in Ulm. Aber jetzt ist das ja leider dieses Jahr im Dezember wieder abgesagt worden. Weil das war immer eine schöne Messe, fand ich. Schon immer die letzten Jahre. Das war echt immer eine coole Messe. Also ich hoffe, dass da vielleicht dann 2023 im Dezember was kommt. Vielleicht wird es auch vorgezogen. Das wäre auch mal... Wobei im Dezember ist schon ein guter Messemonat, muss ich sagen. Ne? Weil da fangen alle wieder so ein bisschen an, sich noch mal intensiver aufs Hobby zu gehen. Und da ist das, finde ich, schon von der Jahreszeit her gut im Dezember. Dann kam auch schon nach den Messevideos, kamen so die ersten Videos von dem neuen Geschäft. Kannst du dich erinnern, da sind wir hier noch mit der Drohne rumgeflogen, im leeren Geschäft. Oh ja. Und haben gerade, da habt ihr gerade das Gestell, glaube ich, für die Fischanlage aufgebaut. Ja. Also, das ist schon, wenn du das jetzt so siehst heute, ne? Schon verrückt. 5-Meter-Becken. Dann kam das Vorstellungsvideo von 5-Meter-Becken. Gut, dieses 5-Meter-Becken-Projekt ist natürlich eine Sache, das war vor 5 Monaten, das zieht sich jetzt schon ordentlich. Da werden wir auch bald wieder ein Update bringen, denke ich mal. Das ist ja wirklich eine schöne Sache und das ist ja auch dafür gedacht gewesen, dass man da immer wieder einfach was zeigen kann, weil das schon eine Sache ist, die auch die Leute anzieht. Ne? Also glaube ich, für viele wäre es, glaube ich, interessant gewesen, wie wir das Ding da hingestellt haben. Also der Aufbau, muss ich sagen, das war so heftig, dass wirklich jeder, der hier da war, vollkommen vergessen hat, das irgendwie zu fotografieren, videografieren, irgendwas zu machen, weil da haben alle so gezittert und den Atem angehalten, weil das kam mir hier in einem Stück rein, das Teil. Ja. Ein 5 Meter Glasbecken. Ich habe es nur auf Instagram gesehen, ja. Das war... Ja, da auf Insta hatten wir kurz was gemacht. Das ja, aber sein. Da stand es schon. Da stand es schon, ja, okay. Ja. Ja, das war im ganzen LKW drin, im 7,5 Tonner, dann haben wir das über die Bühne erstmal raus, dann mit der Ameise raus, dann wieder auf die Bühne, dann runter auf Wegen wieder, dann mit Wegen rein. Und dann wieder mit der Ameise. Oh Gott, ey. Immerhin gab es die Ameise jetzt hier. Ja, ohne Ameise, glaube ich, wäre das nicht gegangen. Aber ich persönlich hätte das Ding mit der Ameise so nicht hochgehoben. Hm. Wenn der Aquarienbauer nicht gesagt hat, ach, stellst du das an, mach das. Ja. Ich hätte es so nicht hochgehoben. Was wiegt das Teil? Boah, wenn jetzt das DD 1800 mit 19er Glas knapp 300 Kilo wiegt. Das wiegt auf jeden Fall eine halbe Tonne. Das mindestens. Minimum 500 Kilo. Mindestens, ja. Was würdet ihr machen, wenn ihr morgen zurück ins alte Geschäft müsstet? Ich bin krank. Da würde ich, nee, das geht ja nicht. Das sind Welten. Platz hätte man ja, das sind einfach Welten, auch von der Möglichkeit hier zu rangieren. Alleine schon von der Aufmachung her. Ja. Das war ja... relativ lang gezogen, auch relativ dunkel. Ich meine, gut, letztens, Lampen hast du genug. Ich habe letztens am Handy Bilder sortiert und gelöscht. Ja. Und dann bist du vorne reingekommen und dann war das ja dieser öllange Ding. Und wenn du da halt ein Foto... Das war eigentlich so relativ finster. Es war zwar schon toll, aber im Gegensatz zu hier, du kommst rein und es ist halt alles offen und hell. Und drüben war es ja halt trotzdem ein ewig langes Ding. Ja, ist schon schön jetzt. Also da haben wir schon wirklich einen guten... Griff gemacht hier. Ne? Ja. Die Aquarien und Kaffee, dieses Kaffeethema zieht sich seitdem ja so durch irgendwie, ne? Und auch bei euch, also bei den Kommentaren, egal wo, und dann siehst immer mal wieder, liest du so, Plankton Plus Video, erstmal einen Kaffee holen. Ja, das ist ja auch eigentlich als wirklich hochspontaner
Ich habe fast schon Blödsinn gedacht, ne? Ja, erzähl doch mal, wie die Videos so ein bisschen entstehen eigentlich, auch im Gegensatz zu der Struktur, wie wir angefangen haben quasi. Wir haben natürlich damit angefangen und ist jetzt sowohl für uns als auch für dich, wo du noch nicht so weißt, wie reagiert der, wie ist der zu filmen und wie geht man denn mit dem ein bisschen um. Haben wir natürlich auch am Anfang versucht, ja gut, wie machst du das? Schreibst du dir ein Drehbuch, schreibst du dir einen Spickzettel? Das ist natürlich immer so, mach mal zu, das war ganz gut. Also, Fische aus Lieferungen, die sind natürlich immer in relativ kleinen Beuteln drin, mit relativ wenig Wasser. Das heißt, da muss man natürlich gucken, dass da so schnell wie möglich eine Umgewöhnung stattfinden kann. Aber am Ende des Tages, nach der ganzen Zeit, sind wir dazu übergegangen, wir haben irgendwie eine Idee im Kopf und dann legen wir einfach los und filmen einfach drauf los und dann schauen wir, was draus wird. Weil letztendlich ist das auch, finde ich, authentisch. Ja. Na, wenn du dir vorher da drei Seiten aufschreibst und dann irgendwie versuchst, dich daran entlang zu hangeln, das ist der Einzige, wo meistens einen Plan hat, ist er. Er kommt dann immer rein, ach, Tobi kommt heute, ach, du machst heute das, das und das. Okay, keine Ahnung. Mach mal irgendwie. Tobi kommt dann, Mittel, komm, mach mal. Naja, das so unter Druck arbeitet sich am besten. Ne? Das ist einfach mir auch so. Kurz und knackig ist das bei mir immer. Ja, Tobi könnte dann ja auch mal Videos machen, oder? Also unser Tobi? Unser Tobi? Also, der würde sich ja, da, glaube ich, auch ganz gut schlagen. Da musst du ihn mal fragen. Der Andi muss mal in die Kamera. Der Andi ist ja unser Biologe, der könnte eigentlich mal ein bisschen was. Wir können sich ja mal kurz vorstellen. Fachliches der auch könnte mal im Endeffekt machen, zu dem 2022er. Ja, das mal kurz durchs Bild durchpusht. Ja, oder hatten wir nicht letztens in dem Video schon was mit ihm? Oder kommt noch was? Irgendwas haben wir gedreht. Ja, aber das ist so richtig. Der Kevin wurde vorgestellt. Kevin, ja, genau. Wir haben immer wieder dann Tierlieferungsvideos gemacht und einfach, um auch da euch ein bisschen mitzunehmen auf diesem ganzen Weg. Wir haben angefangen mit dem 1200er Becken als Weichkorallen-Nachzuchtbecken. Genau. Das war ja auch eine schöne Sache, die auch wirklich in den Köpfen drin ist. Also auch wenn hier jetzt Leute reinkommen, die über den Kanal zum Beispiel kommen, das ist auch so mit eins der ersten Sachen, die sich angucken und kennt sich jeder aus. Ist für uns auch ganz cool, aber du brauchst nicht viel erzählen und viel machen, sondern die Leute sind ja voll im Thema, die wissen ganz genau, was los ist, bekommen natürlich auch die Updates mit, die da gemacht werden. Und das ist schon eine schöne Geschichte. Wir hatten die Doktorfisch-Thematik. Ja. Mit dem Paletten-Doktorfisch. Mit der Dory. Und das ist ja das Schöne, wir haben die jetzt im 5-Meter-Becken drin, da bleibt die auch drin, einfach um auch euch zu zeigen und einfach das mal zu begleiten, wie schnell doch so ein Tier wächst und wie groß so ein Tier wird. Das ist ja mit eine Idee gewesen für dieses 5-Meter-Becken, dass man wirklich auch mal zeigen kann, hier steht die Fischanlage, da sind die Tiere in klein drin, wie groß werden die einzelnen Tiere denn mal wirklich? Ja. Na, weil was natürlich die Endgröße wird wahrscheinlich da drin auch nicht ganz erreicht. Aber nee, darum geht es ja gar nicht, aber einfach, dass man mal den Vergleich halt sieht. Ja. Weil klar, natürlich ist das von Becken zu Becken unterschiedlich. Ich finde es trotzdem schöner, wie wenn du dem einfach sagst, also ich würde lieber für dein Becken das nicht tun. Weil hat man natürlich auch schon, wir raten von einem Tier ab, das macht der Kunde, geht zum nächsten Händler und kauft es da. Ja. Das ist jetzt... deswegen gibt es einfach ein intensives Beratungsgespräch dazu, genau. Den Kunden darauf hinzuweisen. Ja. Du hast so und so viel Volumen. Ja. Und dann wird halt da ein wenig auf die Thematik eingegangen. Und wenn man es einfach sieht, dann ist es immer noch was anderes, wenn man es theoretisch hört. Ja. Dann hatten wir das Preiseratenvideo mit Max. Das könnten wir eigentlich mal wieder machen. War ja das öfteren schon gewünscht mit mir. Stimmt, ja, genau, mit dir. Ja. Mit mir will es keiner aufnehmen. Mit dir ist er langweilig. Du weißt, ich weiß ja fast alles. Das ist ja Quatsch. Ich fand die Thematik an sich eigentlich ganz cool. Könnten wir eigentlich mal nochmal machen. Wie können wir denn da nehmen? Wollen wir uns mal überlegen. Tobi. Was? Das wäre bestimmt auch witzig. Die Gorgonie kostet 29,70 Mark. Ja, ganz viel. Wieder hier 1200er Becken. Dann habe ich mein Füttervideo gemacht mit Futter, Frostfutter und unser Futter. Das ist ja auch ein Thema mit dem Futter. Also das ist ja unglaublich, wie das mittlerweile angenommen wird und was da ist ja wirklich dieses Konzept, auch dieses Futterkonzept, wie das übernommen wird, ne? Mit der Nature-Serie. Es kommt jetzt übrigens auch. Ich wollte es gerade sagen, da kommt noch was Neues. Haben wir auch noch nicht erzählt. Futtertechnisch kommt noch mal was Neues hinsichtlich Mysis, Artemia und so diesen verschiedenen Futterarten. Spannende Sachen auf jeden Fall, spannende Themen. Das Futterthema hatten wir. Wir hatten die Aquariengrößen. Das war auch eine schöne Sache, wo wir mal beleuchtet haben. Für welche Aquariengrößen empfiehlt sich welcher Besatz, was geht für was und so weiter. Super angenommen worden. Wir hatten nach dem Video wirklich eine hohe
wie sagt man, Konversationsrate. Also da wurde wirklich viel nachgefragt und wirklich interessiert und hinterleuchtet das Ganze. Das war eine schöne Sache. Sehr gut. Fand ich auch schön. Sehr gut. Da fühle ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen bestätigt, dass wir trotzdem versuchen, euch das so offen wie irgendwie möglich auch zu zeigen und das zu beleuchten. Denn wir hatten eigentlich in all der Zeit keine wirklich jetzt negativen oder irgendwie böse Kommentare, was man ja oftmals unter anderen Kanälen lesen muss, leider. Da sind wir eigentlich, muss ich sagen, bis jetzt bin ich ja echt happy. Also ich kann mich auch immer nur bedanken, wie ihr da mitmacht, wie ihr euch beteiligt und wie ihr auch das Ganze annehmt. Dann hatten wir ein Video, das ist jetzt, das war im September dann schon. Da haben wir mal die ganzen offenen Projekte uns angeguckt, die wir im Geschäft stehen hatten. Und da hatten wir auch relativ viel Feedback, dass das doch öfter gewünscht ist. Kommentiert auch gerne nochmal drunter. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Man kann so ein monatliches Update machen, dass man einfach mal wirklich einmal im Monat durchs Geschäft geht, sagt, was gibt es denn im Geschäft Neues, was gibt es denn... Weil das ist natürlich ein Fall oder ein Fakt. Wir, die täglich im Geschäft sind und täglich arbeiten, für uns ist das hier nichts Neues. Wir haben auch gar nicht so den Blick dafür. Da muss man wirklich aktiv sich mal zwingen, mal durchzugehen, alles im Detail anzugucken. Und dann siehst du erstmal wieder, Mensch, stimmt, das ist neu, das ist neu, das ist vielleicht anders. Da könnte man mal was anderes machen. Und gerne kommentieren, wie ihr das fändet. Einmal im Monat, alle zwei Monate oder einmal im Quartal oder irgendwie sowas, so ein Update ein bisschen zu machen. Dann ein Video, was natürlich auch im... Ja. Ich glaube, wir brauchen neue Stühle. Ja. Der Aquaman hat schon den Segelmann gemacht gestern. Hast du gesehen? Wo? Hast du das Video schon gesehen? Nein. Das kam heute früh. Wie ein Segelmann. Der saß auf einmal einen halben Meter tief. Bei dem Stuhl? Hier bei einem von den beiden. Oh, cool. Nachzuchtvideo. Da haben wir verschiedene Themen gemacht. Das war jetzt alles so September, Oktober in dem Bereich. Da ging es auch weiter mit der Bestückung von diesem Becken zum einen. Genau. Und zum anderen auch, um mal die Nachzucht bei uns hier hinten zu zeigen. Korallen, Fische und so weiter. Auch mit einem Video, was extrem gut ankam, wo man auch einfach merkt, wo die Reise hingeht. Es wird auch immer mehr. Ich habe halt immer mehr. Ich habe jetzt erst wieder bestellt, also Nachzuchten, es wird immer mehr. Es kommt immer mehr. Und wir versuchen wirklich, wo es geht, sowohl von der Menge, die man bekommt, als auch vom Preis, den man bekommt, da so viel es geht im Nachzuchtbereich zu tun. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache und da fühlen wir uns auch wieder bestätigt durch euch, weil du einfach merkst, über die Monate, je mehr du dieses Thema behandelst, desto mehr Nachfragen und auch letztendlich Bestellungen natürlich kommen im Nachzuchtbereich. Das war jetzt so das letzte Jahr. Wie sind die Pläne für 2023? Was darf man erwarten? Was dürft ihr überhaupt sagen von all dem, was ansteht? Ja, ich sag mal, das Jahr 2023, das wird heiter weitergehen, so wie jetzt 22 aufgehört hat. Wir haben schon so viele Sachen im Vorlauf. Jetzt kam das Shallow Reef Becken, das erste eigene Plankton Plus komplett Aquarium sozusagen. Das kam jetzt ja ganz neu. Wir erweitern jetzt die Grundversorgung, die wir haben. Das Reef Complete wird erweitert um 19 Produkte zur Einzelelementendosierung, was ihr schon kennt, Boa, Vanadium, Molybdän und so weiter, um einfach diese Plankton Plus Versorgungsart sozusagen zu vervollständigen. Das so zum Thema Eigenprodukte. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Sachen noch gemacht. Ich denke mal, da werden wir auch das eine oder andere. Wenn ihr Ideen habt für sowas, wenn ihr Bock habt auf irgendwas Witziges, keine Ahnung, dann meldet euch, sagt das, machen wir gerne. Wir verdienen an sowas kein Geld. Das ist im Einkauf relativ teuer. Das schieben wir durch, aber ich habe da Lust drauf, einfach euch ein bisschen was zu machen und euch da ein bisschen was zu geben. Am Anfang habe ich mir gesagt, da kamen hier die Leute rein, können wir so ein T-Shirt haben? Und ich habe immer die ganzen T-Shirts hergeschenkt. Ich habe gedacht, ja, cool, nimm mit. Und irgendwann haben wir mal gesagt, Leute, das können wir nicht machen. Die kosten so viel Kohle, die T-Shirts. Und vor allem haben wir keine mehr. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Sache da gefunden. Also, ja. Und was halt auch noch ist, jetzt rennen dann so viele Leute mit demselben T-Shirt rum wie wir. Wer ist jetzt wer? Ich habe jetzt ein altes heute an. Also die, wo wir rausgegeben haben. Die neuen heißen ja jetzt Team. Also die Mitarbeiter haben ein Team-T-Shirt an. Limited Edition. Limited? Ja. Nee, auf jeden Fall. Nächstes Jahr wird genauso wild wie dieses Jahr, bin ich mir ganz sicher. Also das ist ein Thema, was jetzt natürlich für die Zukunft kommt. Da werden wir uns flächenmäßig nochmal enorm vergrößern. Da haben wir jetzt auch nach langem Suchen ein Grundstück gefunden, was so annähernd an die 3000 Quadratmeter hat. Und da laufen die Planungen schon seit einem halben
Dreivierteljahr, eigentlich noch sogar vor dem Umzug, laufen diese Planungen schon. Und da könnt ihr euch also wirklich freuen, das wird extrem. Aber das ist ein Thema, was natürlich noch sich noch ziehen wird, aber auch da, wie mit allem, werden wir euch natürlich mitnehmen und euch da ja, das Ganze mit begleiten lassen. Ich habe es nur auf Google Earth gesehen. Da, Google Earth. Da musst du erstmal ganz weit rauszoomen, damit du das alles siehst. Da ist es, da. Okay. Plankton plus Land. Ich kann mich nur einmal mehr bedanken bei euch für ein neues Jahr oder ein weiteres Jahr Plankton plus Aquaristik. Wilde Nummer. Kann ich nur sagen, auch hier, das wird jedes Jahr mehr, jeden Monat, wenn das gefühlt mehr. Von daher, danke fürs dabei sein, danke fürs dabei bleiben, hoffentlich. Wie immer, wenn ihr was habt, kommentieren, meldet euch, kommt vorbei. Wir sind jetzt, heute ist der 30., morgen ist der 31. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Wir sind ganz normal hier. Morgen ist ja Samstag. Der erste ist ein Feiertag, Montag haben wir sowieso geschlossen, also ganz normal am zweiten, am Dienstag sind wir wieder da. Und auch dann für euch erreichbar im Support oder per E-Mail, per Telefon, diese ganzen Geschichten. Danke. Danke, Michael. Danke auch. Ja. Danke an alle, die hier sind und hinter den Kulissen arbeiten. Danke, Tobi. Und dann würde ich sagen, auf ein neues Jahr und bis dann. Tschüss.